Viele sagen, das heißt Schein, das heißt nicht Schein, das heißt für mich Schein. Weil die kann das über meinen Namen bestellen, weil bei ihr geht das nicht. Und ich freue mich immer wie so ein kleines Kind, dass da Sachen kommen, aber das ist alles für sie. Weil sie bezahlt das bei PayPal. Und bei mir geht kein PayPal. Das ist so asozial. Es geht einfach kein PayPal bei mir. Von meinem Freund das PayPal geht, aber bei mir geht's nicht. Was das? Ich hasse das. Und dann bestellst du mal und dann sagt PayPal, neue Zahlungsmöglichkeit, bla bla bla. Also PayPal ist richtig scheiße. Ich hasse PayPal. Das hat funktioniert, ich habe mich voll gefühlt. Ich war so, boah, geil, kann ich was bestellen für über 100 Euro? Geil, kann direkt von PayPal abgezogen werden. Irgendwann war so, ihr PayPal funktioniert nicht mehr. Ich habe keine Ahnung, warum PayPal nicht funktioniert. Ih, das ist ein Viech. Geh weg. PayPal ist Beste. Ja, ich weiß. Bei vielen geht das. Bei mir, ich habe immer voll die Pechschräge. Bei mir geht kein PayPal. Ich kann nicht reden. Ich war überlegen, mir eine Winterjacke anzuziehen, aber es ist windig. Aber es ist nicht kalt, aber es ist doch ein bisschen kühl. Oh, ich gehe mit Decke arbeiten. Ich habe meinen Kofferraum noch angesteckt, damit ich gleich Musik pumpen kann. Ich habe richtig gute Laune, weil ich einfach in 2 Tagen verfickt nochmal Urlaub habe. Das heißt, ich bin noch alleine, es ist noch ein Jackpot. Und bis meine Eltern hier sind, die fliegen ja 12 Stunden oder 13 Stunden mit meinem Bruder. Das ist besser als jede deutsche Bank in Deutschland, glaub mir. Ja, das stimmt, da hast du recht. Also, ich habe schon so viel Positives von PayPal, aber. Nee, bei mir geht's nicht. PayPal mag mich nicht. PayPal und ich sind keine Freunde. Die haben Freunde von mir gekündigt. Ja, also Klarna war geil. Ja. Da muss man kurz antworten, Freunde. Ja. Und ja. Oh, deswegen, Klarna war immer schon sexy. Klarna war übel, übel, übel geil. Ich habe auch so eine schwarze Karte bekommen von Klarna. Übel, die schöne Karte, so mit Glitzer und so, voll geil. Ne, weil die sagten so, ja, da sie guter, treuer Kunde sind, schicken wir eine Kante und dann kannst du da so 1000, 2000 Euro raufladen und irgendwann musst du das überweisen. Aber Klarna ist halt sehr, sehr gefährlich. Also Klarna ist wirklich todesgefährlich. Wenn du Pech hast, dann kriegst du auch voll die Rechnung. Ich habe von Klarna bestimmt schon 80.000 Rechnungen bekommen, habe die natürlich direkt bezahlt. Weil irgendwann verlierst du den Überblick und das ist natürlich nicht gut an Klarna, wenn du den Überblick verlierst. Und ich weiß, okay, was muss ich noch bezahlen und so und so. Aber klar, ich habe Gott sei Dank keine Rechnungen mehr. Klar wird bei mir mein Handy abgebucht, also mein Handy habe ich schon komplett bezahlt. Ne, das war ja das iPhone 13 Pro Max, habe ich ja. Und das kostet komplett 1000. 1800, was meinst du mit 18.000? Das ist der einzige Bildschirm, der eine Möglichkeit gibt, um dran zu sein. Ja, das stimmt. Da hast du recht. PayPal ist schon was Schönes, ne? Ohne was zu verlangen. Ja, das stimmt schon. Aber irgendwie bei mir funktioniert es einfach nicht. Bei mir funktioniert es einfach nicht. Bei mir funktioniert kein PayPal. Ich weiß es nicht. Ich muss ja mit PayPal telefonieren. Das Problem ist, bei PayPal gibt es noch Hotline und dann wartest du da eine Stunde. Ich habe bestimmt mal 2 Stunden gewartet, nur dass sie mich weiterleiten und nichts ist passiert. Also wenn du Klarna mit per Hotline anrufen willst, vergiss es, lass es. Auch E-Mail schicken bringt nichts. Weil dann sagen die so, ja, sie sind in der Wartungsschleife, bla bla bla. Ruf doch mal Ada an. Habe ich schon. Es bringt nichts. Thank you. Es bringt einfach wirklich nichts. Ich habe das schon 2000 Mal angerufen. Ja, es ist beim PayPal funktioniert so und so. Ich muss mal gucken, wie ich das mache. Weil PayPal war schon was Wildes. Na, du? Nein, Quatsch, eine Stunde dauert das nicht. Ja, ich weiß nicht. Vielleicht habe ich falsche Nummer. Das kann auch sein. Ja, ich bin dafür wahrscheinlich zu wohl, um das so hinzukriegen. Ich muss auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ich könnte mal mit 8er noch eine Schachtel kippen. Gut, danke und dir. Google mal, ja, mache ich. Ich muss mal gucken. Die Nummer. Ja, ich habe schon versucht, da kommt so 0800. So kennst du diese Hotline, die du anrufst und dann gehst du so, leiten die dich die ganze Zeit weiter und dann drücken sie jetzt eins. Dann kriege ich auch, das ist bei mir so ein richtiger Tick, wo ich richtige Aggression kriege. Man steht, drücken sie jetzt die eins für eine Beratung für so und so und so und so. Das ist auch bei meiner Bank so. Meine Bank ist einfach nur auch so weit. Warum so weit? Was ist los? Das Ding ist ja, war es richtig? Ja, ach so, okay. Ja, danke für deine Info. Ich versuch's mal. Mal gucken. Mal gucken, wenn ich morgen eh so früh zu Hause bin, dann kann ich das mal versuchen. Zu sagen, ey, was ist das? Ne? Geht das jetzt anders, damit ich PayPal machen kann? 0800, ja, versuche ich nochmal. Weil, ne, damit mein Freund bezahlt ja unsere Musik-App. Wir haben ja Spotify zusammen. Er und ich. Und der bezahlt alles über PayPal. Also bei dem wird alles über PayPal abgezogen.
Ne, weil PayPal, der hat ja noch ein Account, also noch ein Bankkonto, wo alles dann da so, ach, ganz schwierig, kompliziert zu erklären. Und ja, ich möchte immer von seinem PayPal aus bezahlen. Ne? Also die Musik-App ist für uns beide. Das ist so ein Familientarif, so weißt du. Aber ja. Muss man gleich meine Oma fragen, ob die Geld hat. Weil ich glaube, bei mir wird auch voll viel abgebucht. Ich bin ja gespart der Bank und das dauert immer so einen Tag, bis komplett alles abgebucht wird. Ein bisschen am Zocken. Deine Freundin beim Haare waschen helfen. Na, deiner Freundin beim Haare waschen helfen? Warum denn helfen? Hat die irgendwas, dass sie das, also dass sie Hilfe braucht, meine ich? Ach Leute, das war schön, dass ich jetzt hier Leute drin habe, die sich mit mir unterhalten. Sonst bin ich immer und rede mit mir selber. Das ist irgendwie voll depressiv. Ach, ich würde so gerne noch lange bleiben, aber ich muss arbeiten. Ich habe keinen Bock zu arbeiten, echt nicht. Ich habe gar keinen Bock zu arbeiten. Ich habe gar keinen Bock, wirklich gar keinen Bock. Aber ich freue mich halt so doll auf meinen Urlaub, dass ich wieder Bock habe zu arbeiten. Ja, sie kommt das irgendwie nicht so gut hin. Ja, was hat sie denn? Also hat sie irgend, gibt es irgendeinen Grund, warum sie das nicht gut hinkriegt? Muss ja irgendwie was haben oder so, ne? Wahrscheinlich, gehe ich mal von aus. Will dir jetzt nicht zu nahe treten oder so, ne? Dankeschön. Ich rauche noch eine. Ja, ich rauche noch eine. Also mein Papa hat auch geraucht, seit der 6 war. Mein Papa ist jetzt 43. Und der ist jetzt auch, meine Mama hat auch geraucht, so auf Partys und so. Wenn die was getrunken hat mit ihren Mädels und sowas. Aber wir sind auf Vapes umgestiegen. Meine Mama raucht jetzt nur noch Vapes ohne Nikotin. Mein Papa raucht Vapes mit Nikotin. Ich rauche auch Vapes, aber nur zu Hause, weil ich rauche keine Zigaretten zu Hause. Aber Vapes sind alle ja schon hart asozial. Das ist schlecht traurig. Ja, aber ist gut, aber zu Hause nicht zu rauchen.